Herzlich willkommen hier am Kasperhof der Familie Brunner in Aschaffenburg. Der Betrieb bewirtschaftet Acker und Grünland zur Versorgung der Milchkühe und Nachzucht mit Futter. Der Überschuss der Erzeugnisse von den Ackerflächen geht in den Verkauf. Jetzt steht Anfang Juli der zweite Schnitt der hofnahen Wiesen an. Der erste Schnitt war dem kalten Frühjahr 2021 geschuldet, erst Mitte Mai erfolgt. Gemäht wird mit einem Fendt 716 Vario und zwei Glas Scheibenmähwerken ohne Aufbereiter. Dieser Schlepper ist das Mädchen für alles auf dem Hof und kann durch den jetzt abgebauten Frontlader für vielerlei Arbeiten verwendet werden. Nachdem die letzte Fläche gemäht wurde und das liegende Gras durch die Sonne angetrocknet ist, wird es gezettet, also gewendet und auf der gesamten Fläche verteilt, damit es anwelkt und der Trockenmassegehalt steigt. Wenn das Gras zu nass ins Silo käme, könnten viele wichtige Inhalts- und Nährstoffe mit dem Sickersaft ungewollt ausgeschwemmt werden. Der Fendt 828 Vario ist für den Wender zwar überdimensioniert, kam aber zum Einsatz, da der eigentlich passende Schlepper zurzeit die schmale Pflegebereifung montiert hat. Das höhere Gewicht des Schleppers wird durch den mittels des Fendt Vario Grip Systems abgesenkten Luftdruck in den breiten Reifen relativiert und der Boden somit wesentlich weniger verdichtet, als es mit der Pflegebereifung zu erwarten wäre. Nachdem das Gras Zeit zum Anwelken hatte, wird es auf Schwaden gelegt. Auf diesen Flächen muss die Form des Geländes bei allen Arbeitsschritten berücksichtigt werden, da es in der Vergangenheit viele kleine Teilflächen waren, welche durch Wirtschaftswege erreichbar waren. Diese Wege drücken der Fläche auch viele Jahre später immer noch ihren Stempel auf. Das Zweikreisel-Seitenschwader ist wieder der Fendt 716 Vario vorgespannt. Das Ausrechnen der Ecken und Feldränder wird durch die Zwangslenkung der Räder am hinteren Ende des Schwaders erleichtert.
Mit dem am Fendt 828 nun angespannten Pöttinger Euroboss Silierwagen wird dann das Gras von den Flächen aufgenommen. Der Silierwagen transportiert aber die Frischmasse nicht nur, er schneidet sie im Rotor zwischen der Pickup, dem Aufnahmeorgan und der Ladefläche mit Hilfe der in den Gutstrom eingeschwenkten Messer. Mit den Messern ist eine theoretische Schnittmenge von 30 mm Länge möglich. Durch dieses Schneiden der Frischmasse lässt sich das Gras im Silo gleichmäßiger verteilen, besser verdichten und nach der Milchsäuregärung und der Luftabschluss später einfacher entnehmen und die Kühe können es in ihrer Ration leichter aufnehmen. Im Silo angekommen, wird das Gras in dünnen Schichten gewalzt, um den Luftsauerstoff zu verdrängen. Nach etwa 6 Wochen Gärung unter der Folie ist es dann bereit, um den Kühen als Teil ihres Grundfutters verfüttert zu werden. Wenn ihr zukünftig nichts verpassen wollt, was bei mir im Kanal und auf dem Kasperhof an Arbeiten ansteht bzw. abgeht, abonniert den Kanal und liked den Film. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex E. und vielen Dank an die Familie Brunner vom Kasperhof.